So, einen schönen guten Morgen allerseits. Ich begrüße euch ganz recht herzlich hier wieder zum Webinar Täglich neue Handelsideen von Tickmill. Ich hoffe, ich bin zu hören. Bildschirm sollte zu sehen sein. Vielleicht einmal kurz eine Rückmeldung im Chat wäre nett. Und dann können wir hier auch direkt starten. So, okay. Super, vielen Dank. Wie immer, kleiner Risikohinweis. Ja, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlust führen und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Das ist immer wichtig. Ja, wir schauen uns hier ja einige Ideen an, schauen uns ja einige Analysen an und die Chancen, die wir finden, denen stehen auf der anderen Seite natürlich immer entsprechende Risiken gegenüber. Und da sollte man immer gut drüber nachdenken. Ja, ansonsten ist das, was wir hier machen, ganz klar keine Anlageberatung, sondern ich zeige hier meine persönliche Meinung. Und da ist natürlich auch immer wichtig, dass ich selbst trade und dass ich die Produkte, über die wir hier sprechen, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst im Depot habe und Trades darauf laufen habe oder zumindest plane, welche aufzubauen. Also auch das bitte berücksichtigen. So, wie sieht's aus? Wir haben Montag. Wir werfen erstmal kurz einen Blick auf die Ereignisse der Woche, was wir hier an wichtigen Daten haben. Heute ganz wichtig um 10 IFO-Geschäftsklimaindex. Da werden wir gleich nochmal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen. Ansonsten haben wir morgen typische Werte aus den USA, Verbrauchervertrauen, Verkäufe neuer Häuser. Am Mittwoch geht es über Auftragseingänge und dann wieder wichtig Bruttoinlandsprodukt, nochmal Hausverkäufe. Hatte ich beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, diese Housing-Zahlen, die wir im Moment bekommen, die sind nicht mehr ganz so wichtig wie vor ein paar Jahren noch, aber sind natürlich immer so ein erster Indikator, wie es denn um die privaten Vermögensverhältnisse in den USA aussieht. Da werden also für die schwebenden Hausverkäufe geringere Zahlen erwartet, schlechtere Zahlen als beim letzten Mal. Das kann die Märkte bewegen. Wenn wir da eine negative Überraschung noch nach unten kriegen, dann kann das ein bisschen Druck verursachen. Für alle Ölhändler am Mittwoch 16:30 Uhr unheimlich wichtig, Rohöllagerbestände. Und dann müssen wir aufpassen, Donnerstag und Freitag ist Thanksgiving in den USA. Das heißt, Donnerstag sind die Märkte komplett geschlossen. Am Freitag haben wir eine vorzeitige Schließung um 13 Uhr. Das ist natürlich immer interessant für alle, die im Aktienbereich unterwegs sind. Ja, da haben wir dann erhöhte Gap-Risiken. Da müssen wir also auch ein bisschen aufpassen. Was haben wir noch am Freitag? Verbraucherpreisindex und Arbeitslosigkeit Europa und Deutschland. Bruttoinlandsprodukt Kanada ist nur interessant für die, die im kanadischen Dollar irgendwie aktiv sind, aber auch da dann eben darauf achten, das kann zu heftigen Bewegungen führen. Ja, ansonsten sehen wir Einkaufsmanagerindex, verarbeitendes Gewerbe kommt am Samstag in China, ist also wieder etwas, was übers Wochenende verarbeitet wird. Ja, von daher, wenn ihr Positionen offen habt, insbesondere im Indexbereich, gut drüber nachdenken zum Ende der Woche, ob ihr das Ganze halten wollt oder ob ihr da vielleicht rausgehen wollt. Auch da sind dann wieder Möglichkeiten für größere Gaps übers Wochenende gegeben. So, schauen wir uns den Tag heute noch mal ein bisschen intensiver an. IFO-Geschäftserwartung, IFO-Lageeinschätzung und IFO-Geschäftsklimaindex sind drei verschiedene Werte, die hier um 10 Uhr kommen, die dann meistens kombiniert verarbeitet werden. Das gucken wir uns jetzt gleich an. Dann haben wir um 14:30 Uhr noch Großhandelsumsätze. Kanada halte ich jetzt für nicht so wichtig. Einzelhandelsumsätze, New Zealand ist nur interessant für die, die irgendwo im New Zealand Dollar drin sind. Ja, aber immer darauf achten, wenn diese Zahlen kommen, müsst ihr mit höheren Schwankungen, höherer Volatilität am Markt rechnen. Ja, so sieht das Ganze leider aus für das Geschäftsklima in Deutschland. Vielleicht kurz zum Hintergrund, was ist das überhaupt für den IFO-Index? Werden also etwas über 7000 Unternehmen. Ja, im Prinzip aus Handel, Bau, Industrie werden befragt. Ja, die CEOs von den Unternehmen werden befragt zu ihrer Markterwartung, zu ihrer Erwartung der wirtschaftlichen Entwicklung für die kommenden Wochen und Monate. Und da ist es immer ganz klar, negativ ist es, ich hole mal kurz nochmal mein schönes Zeichentool,
Negativ ist es immer, wenn wir eben sowas hier sehen. Ja, wenn wir sehen, dass diese Kurve abwärts geht, dann sind keine besonders tollen Erwartungen für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung hier, die verkündet werden. Und das hängt natürlich immer damit zusammen, wie ist die Auftragslage, wie ist die Produktionsauslastung und so weiter. Und das sieht einfach in Deutschland alles momentan nicht besonders gut aus. Ja, wir sind seit so Mitte 2017, Ende 2017 im Hochbereich gewesen und seitdem geht das Ganze abwärts. Es ist erstaunlich, dass der DAX trotzdem schon wieder stark ist. Wir werden uns gleich auch noch angucken, was wir da so für Zielbereiche finden und was ich da so erwarte. Aber am Ende ist es so, wir brauchen hier erstmal eine Wende, wir brauchen hier erstmal eine Besserung der Lage, bevor wir davon ausgehen können, dass wir in den Bereich kommen, wo wir hier neue All-Time-Highs sehen und wieder richtig Party-Stimmung am Markt ist. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, die beiden Dinge, die Aktienmärkte treiben, sind zum einen das sogenannte FOMO, wie der Amerikaner sagt, also die Fear of Missing Out, Angst, irgendwas zu verpassen. Und zum anderen ist es halt so, wir sind in einem absoluten Niedrigzinsumfeld. Aktienanlagen sind alternativlos und zwar nicht nur für Fonds und Hedgefonds, auch für private Investoren. In was soll man investieren? Ja, es gibt auf kaum noch irgendwas vernünftig Zinsen und dann bleiben einfach nur die Aktien. Ja, und ich habe gerade heute wieder gelesen, auch für den DAX sind die Dividendenauszahlungen momentan immer noch auf Rekordhoch. Ja, und das sind einfach Dinge, die dann noch on top kommen, vielleicht zusätzlich zu einer Kursperformance, wenn man sie denn dann hat. Ja, dann kommen die ganzen Dividenden, die ausgezahlt werden, immer noch on top. Und das ist meiner Meinung nach im Moment der Grund, warum wir hier überhaupt steigende Indizes sehen in einer wirtschaftlichen Situation, die in ganz Europa und auch eben in Deutschland nicht besonders toll ist. Von daher werden hier heute mit Spannung die IFO-Zahlen erwartet um 10. Ja. Und das wird sicherlich auch für Bewegungen im DAX sorgen. Okay, dann starten wir einfach mal mit dem Bereich Gold und Silber. Hatte ich ja angekündigt, ist für heute hier so ein bisschen in der Langfristbetrachtung ein bisschen schauen, ob das überhaupt absehbar war. Wir sind ja da im Moment an so einem kleinen Wendepunkt und es sieht so aus, als wenn die Moves da erstmal weiter abwärts gehen. Ist natürlich immer typisch dann, wenn wir steigende Aktienkurse haben, ja, dann ist die Nachfrage nach Gold und Silber einfach ein bisschen geringer, so als Risk-off-Produkt, wofür diese Märkte oft verwendet werden. Die sind dann einfach nicht nötig. Ja, und heute sieht es ja in den Indizes wieder ganz gut aus. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Wir hatten in den letzten 3 Tagen auch immer schon mal einen kleinen Blick geworfen auf COT-Positionierung im Währungsbereich. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal kurz bei den Edelmetallen an. Ich will hier auch relativ schnell durchgehen. Aber das, was für uns immer am wichtigsten ist, ist diese rote Linie, die hier unten angezeigt wird. Das Ganze kommt von der Seite von Barchart, ist da frei verfügbar. Muss man nichts für bezahlen. Gibt es alles umsonst. Und da sehen wir einfach in den Bereichen, wo wir hier in extreme Positionierungen bei den Commercials gekommen sind, ganz kurz dazu, Commercials sind eben die klassischen Hedger, sind also die, die sich gegen Preisschwankungen absichern. Typischerweise Marktteilnehmer, die den Rohstoff selbst produzieren oder verbrauchen oder vermarkten, die also direkt mit dem Rohstoff arbeiten, sind sehr, sehr gut informiert. Und die Positionierung von diesen Marktteilnehmern, die gibt uns einen guten Rückschluss darauf, was die Marktteilnehmer für die nächsten Wochen an Preisentwicklung erwarten. Und da ist es immer typisch, wenn die Hedging-Positionen im Short-Bereich sehr groß sind, dass die Marktteilnehmer mit zukünftig fallenden Preisen rechnen. Ja, das haben wir hier in dem Bereich auch gehabt. Na, starke Short-Hedges, wir sind hier in starke Short-Hedges reingekommen innerhalb der Aufwärtsbewegung und die nächsten Monate ging das Ganze hier dann abwärts. Auf der gegenüberliegenden Seite funktioniert das genauso. Ja, hier sind wir in extreme Long-Ausrichtungen reingekommen, haben also kaum noch Short-Hedges hier gehabt am Markt, was davon zeugt, dass eben die Hedger damit rechnen, dass wir das tief gesehen haben und in den nächsten Wochen die Preise steigen. Und jetzt haben wir hier im Prinzip das Gleiche wieder. Wir sind hier in diesem Bereich mehrmals in diese
extreme Short-Hedging-Positionierung reingelaufen. Und die Abwärtsbewegung hat jetzt hier auch schon begonnen, ist aber meiner Meinung nach noch nicht fertig, ja, weil wir immer noch in sehr extremen Bereichen uns befinden. Ja, wir sind hier so ziemlich auf gleichbleibendem Niveau. Und erst dann, wenn wir sehen, dass diese Positionierungen, dass diese Short Hedges langsam aufgelöst werden, und wir wieder in etwas ruhigere Gefilde hier zumindest von der Hedging-Aktivität kommen, erst dann ist, glaube ich, diese mittelfristige Abwärtsbewegung hier vorbei. Also wir haben definitiv noch ein bisschen Platz nach unten. So sieht das Ganze im Gold aus. So ähnlich sieht das auch im Silber aus. Ja, auch da sehen wir das, wenn wir in sehr, sehr starke Short-Hedging-Positionierungen reinkommen, dann haben wir eben häufig die Tops gesehen am Markt. Ja, dann geht es eben die nächsten Wochen abwärts. Na, das sind hier so die ganzen Extremwerte, die wir hier hatten. Und jetzt haben wir im Silber eine ähnliche Situation wie im Gold. Wir hatten hier in diesem Bereich Anfang September die stärkste Ausrichtung oder die stärkste Größe der Short Hedges, die hier über die letzten Monate am Markt zu finden waren. Da hat die Abwärtsbewegung auch begonnen. Und hier sieht es ähnlich aus wie im Gold. Ja, wir sind hier noch nicht in den Bereich gekommen, wo wir wieder so in ruhige Hedging-Gefilde reinkommen, sondern wir sind immer noch in einem relativ starken Short-Hedging-Bereich. Und das bedeutet für mich immer, dass die, die eben in diesem Rohstoff sehr aktiv sind, die sich also gegen Preisschwankungen abhedgen müssen, dass die noch damit rechnen, dass die Preise durchaus weiter runterkommen könnten. Ja, und das Ganze schauen wir uns jetzt mal im Chart an, was wir da für Konstellationen momentan haben. Das hier ist der Goldpreis auf dem Tageschart. Ja, da sehen wir zum einen, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, mich hat es ganz schön erwischt, ich bin etwas erkältet. Von daher verzeiht es mir, wenn ich zwischendurch hier mal ein bisschen ins Mikrofon husten muss. So, was wir also hier sehen, ist ein absolut intakter Abwärtstrend auf dem Tageschart. Ja, das ist hier so die letzte Sequenz. Dann hatten wir es uns am Freitag schon angeschaut. Ja, da hatte ich schon gesagt, das ist typisch in einem intakten Abwärtstrend, dass wir den Bereich der letzten Tiefs dann gerne nochmal testen. Das ist hier passiert in den letzten Tagen im Goldpreis. Wir haben den Bereich dieses Tiefs hier um 14,80 ungefähr getestet. Und seitdem kommen wir hier momentan wieder recht dynamisch nach unten. Das ist also im Moment die momentane Sequenz. Das bedeutet für mich immer, das erste Ziel, was ich im Markt habe, ist zumindest mal hier dieses alte Tief. Ja, zumindest dieses alte Tief. Das wäre das nächste Ziel hier im Goldpreis. Und wenn wir das Ganze dann noch ein bisschen weiterziehen, wir haben hier so einen etwas größeren Support-Bereich. Ja, der liegt ungefähr hier. Der geht also so runter bis 1400 Dollar. Das wäre also durchaus möglich, dass wir diesen Bereich hier bis 1400 Dollar noch erreichen. Wenn man sich das charttechnisch anschaut, dann ist das, was wir im Moment hier sehen, auch wieder etwas ganz Typisches. Ja, das ist so eine Bear Flag. Ne? Wir kommen aus einem intakten Abwärtstrend, laufen in so ein paar Tage Korrektur, die so einen ganz leichten Aufwärtstrend hier ausbildet, so in der kurzen Zeitebene. Und dann sind wir am Freitag im laufenden Handel hier wieder schön runtergekommen. Wir sind erst am Freitag ordentlich hochgekauft worden, haben dann hier eine starke Umkehr gesehen und sehen, dass die Kerze, die schon sehr grün war im Verlauf des Freitagshandels, doch nochmal negativ geschlossen hat. Das ist hier auch noch so ein Reversal Bar. Das kommt jetzt alles noch mit dazu. Das sieht also sehr, sehr negativ aus hier momentan im Gold. Und diesen Ausbruch, den wir jetzt hier gesehen haben zur Unterseite, der also übers Wochenende jetzt nochmal mit einem kleinen Gap und einer weiterführenden Abwärtsbewegung bestätigt worden ist, der veranlasst mich dazu, die nächsten Ziele zumindest mal hier unten bei 14,45. Im nächsten Schritt dann hier bei 14,30 und im Extremfall bei 14,00 für Gold zu sehen. Und so ähnlich sieht das Bild hier auch im Silber aus. Das ist der Silberchart. Da zeige ich es auch noch mal kurz. Die letzte Sequenz, die wir hier gesehen haben, ist diese.
Ja, sehr, sehr sauber. Dann haben wir hier zwei Bereiche an Tiefs, die interessant sind. Einmal dieses hier. Da sind wir aber nicht weit runtergekommen und dann ist es auch typisch, dass die Retracement-Bewegungen deutlich höher gehen. Wenn diese Momentum-Bewegung bis in diesen Bereich gelaufen wäre, dann wäre es recht normal gewesen, dass die nachfolgende Bewegung so aussieht. Das ist aber nicht passiert, sondern wir sind hier nur knapp drunter gegangen. Und dann ist es typisch, dass wir in den Retracement-Bewegungen eben das Tief von davor testen und hier dann eben auch in diese Trendfortsetzung reingehen. Ja, am Ende ist das Bild sehr ähnlich wie beim Gold. Auch hier haben wir so eine typische Bear Flag, die sich hier ausbildet. Intakter Abwärtstrend, kleine Korrektur, die so ein bisschen einen marginalen Aufwärtstrend ausbildet. Und in dem Moment, wo wir dann hier nach unten wegbrechen, kommen wir auf die nächsten Ziele. Ja, dadurch, dass das Momentum hier sehr stark war, dieses Abwärtsmomentum, was hier gelaufen ist, wir haben ein sehr starkes Abwärtsmomentum gesehen, nur eine relativ kleine Korrektur, die hier gelaufen ist. Kann man jetzt für die Zielerwartung sich das Ganze so anschauen, dass man diese Bewegung hier nochmal dran legt? Ja, und dann kommen wir nämlich in den Unterstützungsbereich hier, ja, so um 16 Dollar. 16 Dollar wäre so das mittelfristige Ziel, was ich mir hier für Silber anschauen würde. Okay, ich schaue mal hier kurz in die Fragen. Ja, Olli, vielen Dank für die Frage. Warum sollte das zusammenhängen? Fundamental wirst du das nie erklären können. Ich weiß nicht genau, wann die Frage reingekommen ist. Ich denke, das geht in den Bereich der Commitments of Traders Daten. Da geht es mir am Ende auch ganz ehrlich gar nicht darum, das fundamental irgendwie erklären zu können, sondern es geht mir einfach darum, Marktanomalien, die wiederholt auftreten, die mir eine sehr gute Trefferquote bieten, zu identifizieren und die einfach am Chart umzusetzen. Ja, das ist alles, worum es mir geht. Ich bin auch gerade dabei seit Samstag und gebe ein dreitägiges Seminar. Das ist so die Einführung in mein Ausbildungsprogramm im COT-Bereich. Und da schauen wir uns eben genau das an. Ja, da setzen wir Commitments of Traders-Daten in Verbindung mit Saisonalitäten und nutzen das Ganze einfach nur dafür, eine Trading-Richtung zu finden. Ja, es geht nur darum, festzulegen, in welche Richtung der größere Vorteil liegt. Und in diese Richtung werden dann ganz klassische Trading-Setups umgesetzt. Ja, das kann charttechnisch sein, das kann eine Markttechnik sein. Da kann man im Prinzip machen, was man möchte. Das, was man auch irgendwo im Aktienbereich umsetzt, das ist am Ende auch gar nicht so wichtig. Ja, es geht einfach darum, sich einen Vorteil am Markt zu erarbeiten. Und den Vorteil erarbeiten wir uns über die längerfristige Trendrichtung. Und die kann man eben anhand dieser Daten sehr, sehr gut abschätzen. Und deswegen benutze ich das unheimlich gerne. Und das funktioniert sehr gut im Rohstoffbereich und das funktioniert auch sehr gut im Währungsbereich. Ja. Bei Aktien und Anleihen bin ich da sehr vorsichtig. Da ist es unheimlich schwierig, aus diesen Daten irgendeinen konstanten Vorteil rauszuziehen. Aber im Bereich Commodities und Currencies ist das absolut top und ist meiner Meinung nach tatsächlich die beste Variante, die Trades umzusetzen. Ja. Ich sehe auch gerade, der Max Schulz ist mit dabei. Da haben wir gleich den nächsten Verfechter der COT-Daten, der eben auch schon äußerst eindrucksvoll gezeigt hat, wie profitabel das Ganze laufen kann. Und ja, von daher, das ist einfach mein Handelsansatz. Ich verdiene damit mein Geld und dementsprechend bin ich gerne bereit, das auch nach außen zu geben und andere Trader davon profitieren zu lassen. Okay, dann sind wir im nächsten Bereich. S&P 500 haben wir gesagt, schauen wir uns an. Also Gold und Öl, Gold und Silber haben wir uns gerade angeschaut. Meiner Meinung nach momentan eher noch auf der Short-Seite anzugreifen. Und S&P 500, ja, da haben wir hier diesen schönen, schönen Aufwärtstrend, der seit Anfang des Jahres läuft. Wir sind um die 25% vorne übers Jahr. Und da geht es immer die Frage, ja, wie weit kann denn das Ganze noch laufen? Na, und die von euch, die hier schon öfter vielleicht meine Webinare verfolgt haben und meine Marktanalysen regelmäßig verfolgen, die wissen, dass ich gerne mit ganz simplen, einfachen charttechnischen Möglichkeiten
arbeite und versuche mir über diese ganz simplen, einfachen Charttechniken die Ziele auch für meine Trades zu suchen. Ich bin halt sehr, sehr vorsichtig darin, abschätzen zu wollen, wann hier im Aktienbereich diese Aufwärtsbewegung zu Ende ist, wann es zu einer größeren Korrektur kommt, wann es vielleicht sogar zu einem Crash kommt. Und ich habe da auch ein bisschen eine differenzierte Einstellung zu dem, was man ganz, ganz häufig liest in den letzten Monaten oder eigentlich schon in den letzten 2, 3 Jahren, nämlich dass wir in einem extrem langen Bullenmarkt uns befinden, dass dieser Bullenmarkt inzwischen seit 10 Jahren läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das Ganze halt ein bisschen anders. Ich habe so bestimmte Kriterien, die mir eben vorgeben, wann wir in einen Bärenmarkt fallen. Und wir haben hier in diesem Bereich Ende 2018 bis Ende Dezember 2018 Korrekturen gesehen an den US-Aktienmärkten und auch eben an den europäischen Aktienmärkten, die in einer Größenordnung gelaufen sind, wo wir ganz klar in einen zwar super kurzfristigen, aber Bärenmarkt gefallen sind. Ja, wenn man sich das Ganze natürlich auf dem Monatsclose anschaut und guckt, wo der Dezember geschlossen hat, dann haben wir nirgendwo auf Monatssicht 20% Kursverlust gehabt. Aber wenn wir uns die Intraday-Bewegungen anschauen, und das ist das, was für mich interessant ist, also wo waren hier auch innerhalb des Tages die extremen Tiefs, dann haben wir in den großen US-Indizes überall Korrekturen gesehen von mehr als 20%. Und damit sind wir laut Definition tatsächlich in einem Bärenmarkt. Das bedeutet aber nur, dass dieser Bullenmarkt, der jetzt hier im Anschluss wieder gestartet ist, noch relativ frisch ist. Ja, der hat im Prinzip erst in diesem Jahr begonnen. Ja, nämlich hier mit dieser ersten steigenden Bewegung hat dieser Bullenmarkt begonnen. Ja, und das, was wir hier sehen, sind ganz typische Trendbewegungen. Wir sehen ein starkes Momentum, sind dann hier in eine kleine Phase gekommen, wo das Ganze ein bisschen ruhiger gelaufen ist und haben dann hier den nächsten dynamischen Ausbruch gesehen. Und dieser dynamische Ausbruch, der läuft jetzt noch und da können wir versuchen, anhand der Bewegungen, die wir vorher gesehen haben, uns irgendwie eine Möglichkeit zu erarbeiten, Kursziele zu finden. Ich mache das Ganze nicht, weil ich der Meinung bin, dass die Kurse immer genau dahin laufen. Das ist auch nicht so. Aber das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, was ich noch von so einer Bewegung erwarten kann. Ja, und das hier ist im Moment die Chartkonstruktion, die da für mich interessant ist. Wir haben also hier ein recht sauberes Dreieck aufgebaut, haben das, ich hole es mal einfach in der Plattform hier rein, haben das mehrere Male getestet, dieses Dreieck auf der Oberseite und auf der Unterseite. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Wir haben hier zweimal versucht, nach unten wegzubrechen. Zweimal hat der Markt hier keine tieferen Tiefs gemacht, sondern wir haben diese Sequenz von höheren Tiefs hier weiter fortgesetzt, haben dann hier auf der Oberseite den Ausbruch gesehen. Und das ist eine sehr schöne Konstellation, weil wir hier 1, 2, 3, 4, 5 klare Anlaufpunkte haben, hin und her in diesem Dreieck. Und wenn der Ausbruch dann im sechsten Versuch startet, dann ist das so die Idealkonstellation von einem Dreiecksausbruch. Ja, und auch wenn wir uns dann hier dieses All-Time-High reinholen, dann sieht das, wenn wir uns das ein bisschen genauer hier anschauen, wirklich ideal aus. Wir haben hier den Ausbruch gemacht, sind dann noch einmal, zweimal auf dieses Ausbruchslevel zurückgekommen, haben hier wie so eine kleine Seitwärtsrange gebildet und danach sehr dynamisch weiter ausgebrochen. Das sieht tipptopp aus, alles für weiter steigende Märkte, auch wenn es fundamental kaum noch jemand glauben will. Aber das sieht einfach gut aus. Und ich will jetzt mal zeigen, was ich so erwarte, was ich sehen würde, wo die Ziele liegen für diese Bewegung. Ich mache das wirklich immer ganz simpel, einfach nur, um ein Feeling zu kriegen, was wäre denn normal. Ich nehme mir einfach hier die Höhe dieses Dreiecks und projiziere die Höhe hier auf den Ausbruch. Ja. Und siehe da, dann kommen wir in den Kursbereich 3250 Punkte ungefähr. Ja, das ist das, was ich als nächstes Ziel für den S&P erwarten würde mittelfristig. Und das würde mich halt auch nicht überraschen, wenn wir da hinlaufen. Und ich kann euch eins sagen, ich habe in den letzten 3 Jahren so viele Händler gesehen, die sich hingestellt haben und gesagt haben, boah, fundamental, das kann nicht mehr funktionieren. Ja, es ist die Zinsen sind auf Null. Wir haben in Amerika,
im ganzen letzten Jahr eigentlich immer wieder das Gespräch gehabt über invertierte Zinskurven, auch in diesem Jahr noch. Auf einmal ist es wie vom Tisch gefegt, keinen interessieren mehr invertierte Zinskurven. Es gibt kaum noch irgendwo Gespräche darüber, dass wir vielleicht in eine Rezession fallen. Das sieht einfach alles gut aus. Ja, und ich habe genug Leute gesehen, genug Händler gesehen, die über die letzten ein, zwei Jahre immer wieder in diesen Markt reingeschortet haben, immer wieder gesagt haben, das Ganze ist jetzt durch, wir sind weit genug gelaufen, wir müssen zurückkommen. Und ganz ehrlich, wir müssen gar nichts. Ja, und wenn ich eins gelernt habe in den vielen Jahren, in denen ich trade, solange ein Trend intakt ist, solange versuche ich, diesem Trend zu folgen. Ja, und lass mich nicht davon irritieren, was vielleicht fundamental oder wirtschaftlich gerade angezeigt ist oder was da die richtige Variante ist. Ich bin ein klassischer Trendfolger, insbesondere im Aktienbereich. Und solange die Trends laufen, solange bin ich hier auch auf der Long-Seite zu finden. Und zumindest erstmal bis 3250 Punkte würde mich das Ganze hier gar nicht wundern. Ja. Okay, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Wir werfen noch kurz einen Blick auf den New Zealand Dollar, Canadian Dollar. Da hatten wir ja uns in der letzten Woche schon die Grundsituation angeschaut. Da ging es eben um den Break, ja, aus dieser Bodenbildungsphase. Und da haben wir das in der letzten Woche jetzt sehr schön gesehen. Wir haben den Break hier über diese Widerstandszone gesehen. Ich zeige es nochmal kurz. Ja, das hier ist diese mittelfristige Bodenbildung. Ja, das sieht ganz, ganz hervorragend aus. Wir haben hier eine richtig schöne Sequenzumkehr gekriegt, sind hier in der Aufwärtsbewegung wieder ganz deutlich drin. Ich hole mal eine andere Farbe hier rein. Ich mache es mal ruhig in Rot, auch wenn es ein Aufwärtstrend ist, dann sehen wir es halt besser. Ja, so sieht das Ganze hier momentan aus. Sequenz läuft. Was mir hier besonders gut gefällt, ist, dass wir am Donnerstag nochmal dynamisch dieses Ausbruchslevel getestet haben und jetzt hier wieder so ein bisschen in der Aufwärtsbewegung sind. Mittelfristige Kursziele habe ich hier zwei Stück, habe ich auch schon genannt. Zum einen der Bereich dieser alten Tiefs hier drüben. Ja, dieser Tiefs hier. Da liegen wir so bei 86,50 ungefähr. Und das Fernziel wäre einfach die Höhe dieser Bodenbildung. Und da liegen wir dann so bei 87,0, 87,70. Ja. Das sind also die beiden Bereiche, die ich hier immer noch im New Zealand Dollar, Canadian Dollar interessant finde. Hatte ich ja auch in der letzten Woche mit den aktuellen COT-Positionierungen mit begründet. Ja, New Zealand Dollar haben wir starke Long Hedges, Canadian Dollar haben wir recht große Short Hedges. Von daher sehe ich hier ganz gute Chancen. Und so ähnlich sieht es hier auch aus im Australian, New Zealand, ja, nur eben halt genau umgekehrt. Da hatten wir ja auch diese Konstellation, dass wir an einem Widerstandslevel hier ungefähr so ein Doppelhoch gesehen haben, mit viel Dynamik hier nach unten ausgebrochen sind. Und eben dieser Trend, den wir uns hier angeschaut haben, auch glaube ich schon am Dienstag oder Mittwoch, der läuft hier einfach Stück für Stück ruhig weiter. Auch da ist das Kursziel noch nicht erreicht. Da liegen wir hier noch im Bereich 105,35, so mit dem ersten Ziel. Okay. So. Alles klar. Dann, ich habe gerade noch mal kurz ins Fragenfenster geschaut. Da ist soweit auch nichts mehr drin. Dann bedanke ich mich für die rege Aufmerksamkeit hier. Finde das ganz, ganz toll, dass so viele Händler sich hier morgens schon die Zeit nehmen und dem zuhören, was ich hier zu sagen habe. Finde ich ganz super. Ich bin jetzt direkt wieder auf dem Sprung. Ich muss sofort nach Düsseldorf. Da warten meine Coaching-Schüler, meine Seminarteilnehmer schon auf mich. Und verabschiede mich dementsprechend. Wünsche euch einen super Start in die Woche. Wünsche euch tolle Handelsergebnisse heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr dann morgen bei meinem vorerst letzten Analysetermin hier wieder am Start seid. Ab Mittwoch ist Kapitän Mike wieder an Bord und dann habt ihr das Ganze wieder so in altgewohnter Form, wie ihr das kennt. Ja, dann fühlt ihr euch quasi wieder wie zu Hause. Morgen ist hier nochmal Gastauftritt. Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder am Start seid, 8:30 Uhr bei Tickmill Deutsch auf der Facebook-Seite im Livestream oder gerne auch über GoToWebinar. Super. Dann, wie gesagt, vielen Dank euch, erfolgreiche Trades. Bis morgen, macht's gut und bye bye.